Ich heiße euch willkommen, Pilger. Ich bin der Wächter und beschütze die Urne der heiligen Asche. Ich habe jahrelang auf das hier gewartet. Ihr seid der Erste seit einer langen Zeit. Es war meine Pflicht, mein Leben, die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu bereiten, die kommen, die Urne zu verehren. Zahllose Jahre habe ich hier verbracht und ich werde verweilen, bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken ist. Ich weiß es nicht und ich stelle diese Frage auch nicht. Olgrim weiß nicht, was er sagt. Sein Herz ist vergiftet und er hat viele vom rechten Weg abgebracht. Als meine Brüder und ich Andraste aus Tevinter an diesen Zufluchtsort brachten, schworen wir, ihr Andenken allzeit zu ehren und sie zu bewahren. Viele Generationen meiner Brüder haben sich den Mantel ihrer Väter umgehängt über Jahrhunderte hinweg. Voller Freude, ohne nachzulassen, erfüllten sie ihre Aufgabe. Doch nun haben sie ihren Weg verloren. Sie haben Andraste und den Schwur ihr gegenüber vergessen. Nein, unsere Andraste weilt an der Seite des Erbauers. Sie kommt nicht zurück. Der Drache ist eine furchteinflößende Kreatur, den sie als Alternative zum Erbauer und Andraste akzeptiert haben, die beide nicht hier sind. Wahre Frömmigkeit strebt nicht nach großen Machtdemonstrationen. Ihr wisst bereits, dass die Urne die Überreste der Prophetin Andraste enthält. Was gäbe es sonst noch zu erzählen? Ihr seid gekommen, Andraste zu ehren. Und das sollt ihr auch, wenn ihr euch als würdig erweist. Ich entscheide nicht, ob ihr würdig seid. Das zeigt der Spießrutenlauf. Falls ihr würdig seid, dürft ihr die Urne sehen und ein wenig Asche für euch selbst mitnehmen. Falls nicht, der Spießrutenlauf trennt wahre Pilger von Falschen. Ihr durchlauft 4 Prüfungen eures Glaubens und wir werden sehen, wie eure Seele sich dabei macht. Ihr werdet alles verstehen, wenn ihr ihn absolviert. Vorher muss ich euch noch etwas fragen. Ich sehe, dass euer Weg bis hierher alles andere als leicht war. Es gibt viel Leid in eurer Vergangenheit, euer eigenes und das von anderen. Ihr habt Vater und Mutter in den Händen von Randon Howe zurückgelassen, obgleich ihr wusstet, dass er keine Gnade zeigen würde. Glaubt ihr, dass ihr eure Eltern im Stich gelassen habt? Dann brütet ihr also nicht über vergangenen Fehlern, weder über euren noch denen anderer. Hinterher können andere immer leicht ein Urteil fällen, aber das macht es kein Stück besser. Was ist wohl der Zweck dieses Wächters?
Achtet auf seine Fallen. Paschara, lasst die Vergangenheit ruhen. Ihr seid so hart gegen euch selbst. Niemand ist vollkommen. Gibt es eigentlich eine Religion, die sich nicht auf die Schuld stürzt wie der Vielfraß aufs Mittagessen? Nein? Dachte ich mir. Und was ist mit euren Gefährten? Alistair, Ritter und Wächter. Ihr fragt euch, ob alles anders gekommen wäre, hättet ihr auf dem Schlachtfeld an Duncans Seite gekämpft. Ihr hättet den tödlichen Streich vielleicht abwenden können. Ihr fragt euch doch, ob nicht besser ihr gestorben wärt, nicht wahr? Ich, er. Wäre Duncan statt meiner gerettet worden, wäre alles besser. Hätte ich nur die Gelegenheit dazu gehabt. Fordert die Antworten, die ihr haben wollt, Geist. Ihr kamt als Beobachter in dieses Land, habt aber in blindem Zorn eine Familie getötet. Brachtet ihr mit diesem Verhalten Schande über euer Volk, die Kunari? Ich habe mein Scheitern niemals verleugnet. Und ihr, Morrigan, Flemeth Tochter, was? Hinfort, Geist, ich nehme an eurem Spiel nicht teil. Ich respektiere euren Wunsch. Der Weg ist offen. Viel Glück möget ihr finden, was ihr sucht.